Hi, willkommen zu einem neuen Part Star Wars Jedi Fallen Order. Im letzten Part haben wir den ersten Inquisitor besiegt, die neunte Schwester. Es war hauchdünn, wie ihr unsere Lebensenergieleiste seht. Deswegen haben wir es bitter nötig, uns zu regenerieren. So. Jetzt müssen wir zurück zu unserem Schiff. Weil wir haben den Ort ausfindig gemacht, wo wir hin müssen. Und ja, auf Kashyyyk bin ich ja einigermaßen gut durchgekommen. 89% schon. Ja, wir werden nochmal zurückkehren müssen. Weil 89% sind halt nicht 100%. Ja, da hinten ist auch noch eine Kiste, die habe ich gar nicht gesehen in diesem großen Becken. Ich weiß gar nicht, ob ich das in Let's Play machen werde oder nachher später für mich selber. Mal schauen. Wobei, die nächste Zeit steht ja nichts so an Games. Das nächste große Spiel, was kommt. Für mich jedenfalls ist erst Final Fantasy 7. Okay, BD. Damit haben wir noch bis März Zeit. Deswegen kann ich mich hier eigentlich auch vorstellen, dass wir die 100% hier machen. Da ist ein großes Seil. Wo ist denn das? Auf der Karte. Die meinen das dann, ne? Von der Hängebrücke. Oh, okay. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass ich jetzt manuell zu Fuß zurücklaufen muss. Weil man hat schon diesen Riesenvogel, womit man hier durch die Gegend fliegt. Und dann hätte der mich doch gleich zum Start zurückbringen können. Muss das sein, dass ich das jetzt hier manuell erledige? Naja. Ist halt so. Ah, man kann hier auch den Doppelsprung machen. Beziehungsweise ich kann hier rumklettern. Lass mal hier los. Vielleicht gibt es hier was. Nee. Okay. Dann kann ich jetzt klettern. Hui! Ah, das ist sogar ein relativ kurzer Rückblick. Oh, das Doppelschwert ist gegen viele Gegner relativ broken. Das hat mir das Spiel ja erklärt, dass das gut dagegen ist. Und man macht mehrere kleine Treffer, glaube ich. Ja, wie komme ich denn jetzt zurück? Indem ich die Liane mir hier... Ja, super. Ich muss, glaube ich, eher springen und mir dann die Liane grabben. Genau. Was war das denn? Erst getroffen. Der Jedi ist geschwächt. Ja, und vor allem ist der Jedi tot. Oh, das ist wieder die Assi-Passage, wo ich mich so aufgeregt habe, ne? Weil da so zwei Kontrollpunkte so weit auseinander sind. Aber mittlerweile haben wir 4 Steak.
Aber die Stelle muss ich jetzt schnell schaffen, wenn ich nämlich jedes Mal hier diesen Parcours hochklettern muss, ne? Dann geht mir das auf den Sack. Oh, wartet mal. Zeig mal her. War ich hier? Ne, da habe ich alles gefunden. Wartet, 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 wartet. Hier muss ich so machen. Muss ich drehen. Ich kann da irgendwo hintauchen. Den Ursprungsbaum habe ich nur zu 6. Wisst ihr was? Das kommt später. Ich habe überlegt, ob ich das vielleicht jetzt zu Ende erkunde. Aber wir machen erstmal weiter. Wenn wir wieder die Planetenauswahl haben, gehen wir auf jeden Fall zurück nach Vugano, weil es da noch 2 Stim-Behälter zu holen gilt. Auf Sepho gibt es, glaube ich, auch noch 2. Oh, ich habe die Spinne vergessen. Lass mich los. Ja, geil. Wo ist die fette Spinne? Weg anscheinend. Habt ihr das gehört? So. Kann ich als Liliane benutzen. Zack. Geht doch ganz einfach, ne? Was zur Hölle? Warum ist er da nicht rübergejumpt? Ist das eine Abkürzung, wenn ich jetzt hier lang laufe? Haben sie wenigstens etwas überlegt, dass das nicht ganz so nervig ist. Aber hier war ich noch nicht. Ach, hier ist einfach nur ein Behälter. Hey, BD, siehst du mal an. Dann haben wir den einfach übersehen. Was ist es, BD? Ein neuer Lichtschwertschalter. Aber vielleicht kriegen wir noch irgendwie eine andere Verbesserung, ne? Ich habe nichts gesagt. Es ist genau... Obwohl, ich kann da runter. Ich wollte gerade sagen, es ist genauso nervig wie vorher, aber... Kommt hier doch vorbei. Hab ihn gefunden! Ja, gegen die Sturmtruppler ist das Ding auch richtig nice. Abkürzung freigeschaltet. Ah, ich weiß, wo ich bin. Nett. So, dann müssen wir jetzt beim Fahrstuhl wieder sein. Hm? Wo ist der andere? Da. Ich gebe nicht auf. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Leute, die können das Doppellichtschwert nicht so gut handhaben. So, schaffe ich das? Jetzt mit den Doppelsprungen? Jawohl. Willst du nachsehen? Zeig mal, was du gefunden hast.
Neue Mantis-Lackierung, okay. Aber hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich will da oben aufs Dach irgendwie. Wie kam ich da nochmal hin? Du kannst mich nicht auslöschen. Ich kann es aber versuchen. Abstand halten. Nee, ich will wieso aufs Dach. Da komme ich hier irgendwie bestimmt ja hin. Wenn ich das noch richtig weiß. Weil mit dem Dach kann ich mit dem Fahrstuhl zum Anfang zurückfahren. Aber wie gesagt, ich finde das ein bisschen dumm, dass man den Vogel nicht nutzen kann, um zum Anfang zurückzufliegen. Das ist richtig behindert. Ich kriege echtes Visier. Holt euch das Ziel. Ihr solltet schießen. Systeme fallen aus. Dieses Tempo! Er hat einen von uns erledigt! Feuere! Der Jedi ist geschwächt! Minderwertiger Jedi! Hilf mir, BD! Das Gute an dem Doppelschwert ist auf jeden Fall, dass man mehrere Hits hat. Es ist auf jeden Fall viel besser als das Einzelschwert. Auch wenn man meinen könnte, Verwundung zugefügt, dass die Reichweite nicht so da ist, aber das macht nichts. So, wie komme ich jetzt nach oben? So, ne? Du könntest mir ruhig den Rücken kauen, BD. Habe ich nichts gegen. Nein, ich bin nicht da unten, ich bin nach oben. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Was ist da? Ah, ich bin richtig. Gut. Sondern eigentlich nicht da, wo ich hin... Oh, ich habe zwei... Nee, ich wollte drei haben, damit ich das Lichtschwert werfen kann. Jetzt, wo ich ein Doppelschwert habe, macht das, glaube ich, noch mehr Sinn. So. Lol, sie sind wieder da! Granate kommt! Ich muss, glaube ich, erst den Kleinen hier... Du machst mir keine Sorgen. Ich bin getroffen. Hey, bitte. Ja, das wird ein Kinderspiel. Sobald ich einen weg habe. Hilfst du mir mal, BD? Ah, Alter, ich konnte den Stim nicht rechtzeitig nehmen. Ich kann mich noch genau erinnern, der Boss, den haben wir schon mal bekämpft, haben grandios verloren, wie gerade. Und dann war der auf einmal weg. Das Knifflige an den Gegner ist, es sind zwei. Der eine scheint nur so ein Gehilfe zu sein. Den habe ich versucht, schnell auszuschalten. Und ja, das hat nicht so gut geklappt. So. Jetzt bin ich gespannt, ob er immer noch da ist oder ob er verschwunden ist.
Ich treffe, er ist weg. Oder? Taucht er auf? Nö. Er ist wieder weg. Ist das irgendwie ein Bug, oder? Okay. Dann werden wir irgendwann zurückkehren und uns diesen beiden Leutchen stellen. Mit den ein oder anderen Stimmbehälter im Gepäck mehr sind die dann, denke ich, kein Thema. Obwohl das eben nicht an den Stimmbehältern lag, sondern weil ich nicht rechtzeitig rein konnte. Oder wenn ich das Lichtschwert werfen kann, kann ich, glaube ich, auch gut gegen die bestehen. Der Gehilfe ist ja das. Sobald der weg ist, kann man sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr darauf fokussieren, ob die Blaster-Attacken zurückzupfeffern. Das habe ich eben zum Beispiel gar nicht gemacht. Vielleicht sollte ich das öfter machen. Ich habe immer versucht, hinter denen zu kommen und den anzugreifen. Vielleicht ist Blaster zurückpfeffern die bessere Option gewesen? So, jetzt bin ich zurück, ne? Ja, ich bin da. Sehr schön. Gut, und dann, wo ist der Eingang? Da vorne. Können wir den Planeten erstmal hinter uns lassen. Wir haben ziemlich viel entdeckt. 91%, mir fehlen noch 2 Geheimnisse und 4 Kisten. Geheimnisse sind ziemlich wichtig, weil das sind Macht- und Lebensessenzen. Cordova glaubt, der Schlüssel zum Gewölbe ist auf Datumir. Ist der Wookie gefunden? Ja, aber es ist gefährlich dort. Das Imperium ist überall. Inquisitoren? Naja, Triller. Die zweite Schwester. Sie ist erstmal weg, aber sie verfolgt uns noch. Die 9. Schwester ist besiegt. Kommt jetzt die große Beichte? Damals in den Klauen des Imperiums wehrte ich mich kaum. Ich schwor, dass ich lieber sterben würde, als zu reden. Aber dann kam der dunkle Schatten über mich. Er war schlimmer als jeder erdenkliche Albtraum. Doch ich kämpfte weiter. Aber am Ende zerbrach ich und lieferte ihnen Triller. Ich weiß, dass das niemals wieder gut zu machen ist. Aber noch besteht die Chance, die anderen auf dem Holocron zu retten. Okay, also die 9. Schwester sprach davon, ein Inquisitor zu werden, als ob das unvermeidbar wäre. Ihr habt dasselbe durchgemacht wie sie, seid aber nicht beigetreten. Kerl. Schon okay, Sir. Wir finden Cordovas Holocron. Hey! Nimm die Laser aus meinem Essen! Schmeckst denn Greets, nachdem du dir 10.000 Tonnen Salz da drauf geschüttet hast? Wir reden später. Okay. Hm? Was kann ich denn hier machen? Interagieren. Hey Grease, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Ah, interessant. Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Ach, dafür sind die Samen da, die ich gefunden habe. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Ah, okay. Ja, ich habe welche gefunden. Grease ist kein so übler Gärtner. Kalpi, Königsblume, Kapseliebte, Milchgras, Blütenpilz, Bonchurin. Das sind die, die ich gefunden habe. Da ist noch einer frei. Bestimmt findet man den auf Datumir. Kann ich mit denen interagieren? Nö. Mit denen auch nicht. Okay. Ich muss wahrscheinlich mit Greets reden, oder? Nee, ich muss einen Planeten auswählen. Aber ich kann mit Greets reden. Nee, der möchte nicht reden. Alles klar. Bist du bereit? Okay. Wir sollen nach Datumir. Allerdings
Würde ich sagen, holen wir uns erst zwei Stim-Behälter aus Bogano. Beziehungsweise versuchen wir, Bogano 100% zu erkunden. Das ist noch ein ganzes Stück Arbeit. Aber soweit ich weiß, habe ich alle Fähigkeiten. Ich bin anzusehen, wie die Freunde abgeknallt werden. Ich meine, Sie wissen schon, ausgelöscht oder so. Aber ich meine, ich habe 100% meiner Fähigkeiten. Das heißt, ich müsste überall hinkommen. Es war schwer. Aber man muss es verarbeiten, nicht vergessen. Wir müssen uns an die Fehler der Vergangenheit erinnern und die Weichen für die Zukunft so stellen, dass sie sich nicht wiederholen. Klingt, als wären Sie nicht sicher, ob das alles funktionieren wird. Ganz recht. Darum ist Anpassung auch so wichtig. Egal ob Vorhaben oder Idee, wir müssen bereit für Veränderungen sein. Bogano sollte auch jetzt nicht so schwierig für uns werden. Wir haben ja einiges gelernt, seit wir das letzte Mal da waren. Bogano war ja das erste Schauplatz. Da waren ja quasi Rookie noch. Aber auf Bogano fehlt noch einiges, also... Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Ich habe die Prozent schon wieder vergessen. Es war auf jeden Fall unter 50. Ich glaube, es war irgendwas mit 30. Es war jetzt ein bisschen Backtracking. Das mag ich nicht so gerne. Aber wenn ich dafür Stim-Behälter sehe, nehme ich das auch gerne in Kauf. So, dann wollen wir mal raus. Oh. Ruhig. Zu ruhig. Kein Naturfan, was, Grace? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Ich habe zwar vier Arme, aber du weißt sicher, für die meisten Kreaturen bin ich nur ein Häppchen. Ist richtig. Hast du mehr Angst vor den Tieren hier oder vor der Haxionbrut? Ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt noch sorge. Ich habe eine Grenze überschritten. Dann gehst du also? Ich habe nicht Buch geführt, aber ich bin sicher, ich muss mit meiner Arbeit noch einiges wettmachen. Die Brut hat meine einwandfreie Bilanz bei Sie, sagen wir, leicht befleckt. Also nein, ich gehe noch nicht. Und ich bin mal gespannt, ob ich das Vieh da hinten irgendwie erreichen kann. Oder ob das nur ein optisches Ding ist. So, Landeplatz. 25% erkundet. Ein Geheimnis fehlt hier noch. What? Das ist schon was anderes hier? Das heißt, ich muss hier irgendwo was noch Komm finden schon, können. Baby. Da unten ist was. Ich kann hier runter. War das vorher auch schon? Ich denke ja. Ah, oh. Hallo, Kleiner. Hallöchen. Wie die Kugel und die Halterung von Seppo. Was macht man damit? Das ist eine gute Frage. Da ist ein Stim-Behälter drin! Ah, Moment, 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 Moment. Dafür brauche ich Schuh. Kann ich das zu mir hinziehen? Wartet, wartet, wartet. Da oben ist auch ein Gitter. Ah, man kann es schieben. Ah, okay, okay. Ich verstehe das System. Okay, Kugel kommt wieder her. Ich weiß, was das Spiel möchte. Braucht BD1 nicht für die Lösung. Ja, 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 ja. Sehr schön. Oh, fuck.
Ich hab's doch versaut. Das ist gar nicht so einfach. Man muss den quasi auf dieser Steinrampe schießen. Das ist schon falsch, was ich da mache. Der muss hier landen. Und dann muss ich so rüberschießen. Und dann muss ich beten, dass er da drin landet. Das ist zu viel Schub. Das ist knifflig, Leute. Ich gehe mal weiter weg. Ja, super. Oh, wartet mal. Ich kann sie nicht zu mir hinziehen. Oder? Doch, 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 das funktioniert. Komm hier hin. Komm hier hin, du Scheißding! Ich versuch's mal dahin zu kicken. Das funktioniert nicht. Das ist echt knifflig. So. Nein, das ist schon wieder zu weit gewesen, Mann! Ich weiß, dass der Part eigentlich gleich zu Ende ist. Ich werde dieses Rätsel so lange weitermachen, bis ich es schaffe. Scheißegal, wie lang das dauert. Also irgendwie habe ich den zweiten Stoß noch nicht raus. Ja, er soll den nicht da hinten rüberschießen. Warum? Ah. Vielleicht Problem erkannt. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein! Ich habe ein bisschen zu früh, glaube ich, geschossen. Das war zu spät. Aber das ist jetzt nur noch eine Frage von, ich sag mal, Minuten. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein! Also, das ist cooles Rätsel, aber ich will das jetzt mal endlich. Das war zu spät. Also entweder ein Ticken zu früh oder ein Ticken zu spät. Dazwischen gibt's noch nicht irgendwie. Ja, 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 ja!
Oh. Okay. Den Stim habe ich mir verdient. Willst du noch einen Stim? Und bitteschön. Yay! Ja, den Tanz hast du dir verdient, BD-Bon. Nice, neuer Stim. Ja, hinter der Tür kann ich weitermachen. Dahinter wird noch irgendwas sein und das wird dann 100% Landeplatz sein. Ja, dann machen wir mit der Erkundung von Bogano, der 100% Erkundung, sagen wir es mal so, im nächsten Part weiter. Bis dahin und ciao!